Ja, Hold On ist so für mich ein sehr persönliches Thema. Es hat mich selber schon oft bewegt und ich merke auch, dass der live unglaublich intensiv ist, wenn Leute den hören oder wie Leute schon darauf reagiert haben. Und ja, manchmal lasse ich den sogar auch bei den Festivals einfach weg, weil ich merke, dass es so eine spezielle spirituelle Energie auch teilweise hat, dass man den auch manchmal einfach nicht so rausballern kann, sondern man muss den so wie so ein ganz kleines Pflänzchen ganz sorgfältig behandeln. Und die Reaktionen, die sind einfach sehr schön, die ich bis jetzt erfolgreich bekommen habe. Also viele sagen, es ist ihr Lieblingssong auf dem Album. Ist auf jeden Fall sehr besonders und er greift auch so ein bisschen dieses Country-Feeling auf. Mit Pedal Steel, wie wir auch live immer ganz viel in diese Richtung auch spielen. Das ist schön. Hold on for some longer. It's not the time to go.